Balkon. Wir müssen dieses schöne Hotel heute leider verlassen, denn es geht jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Naha. Das heißt wieder ein bisschen mehr in den Süden. Also auf geht's. Tschüss Hotel. Also ich bin jetzt in der Lobby vom Hotel und wir haben jetzt gerade ausgecheckt und ich wollte noch mal ein kleines Feedback zu dem Hotel geben. Wie ihr gesehen habt, war das Zimmer ja echt mega riesig. Ansonsten, was so die Sauberkeit angeht, war es okay. Es war jetzt nicht perfekt sauber, aber ja, für den Preis auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und wir hatten sogar Zimmerservice. Das heißt, die Handtücher wurden gewechselt und es wurde einmal sozusagen komplett auf neue Tassen hingestellt und alles. Also das war schon echt gut. Das Frühstück hier ist auch sehr nett. Es gab sowohl japanisches Frühstück als auch mehr so europäisches, westliches Frühstück. Das heißt, man konnte essen, was einem so am liebsten war. Und dann, wie gesagt, haben wir auch hier direkt einen Strand unten dran gehabt und man hätte hier auch ins Fitnessstudio gehen können und keine Ahnung. Also unterm Strich ist es schon ein gutes Hotel gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, wenn man hier normalerweise hinfährt, aber in dem Paket, das wir hatten, unterm Strich war es echt gut. Der Name von dem Hotel ist übrigens Resonex. Und das ist die Insel Kodi. Und wir sind da. So, und jetzt nochmal die Frage der Fragen. Was ist das für eine Frucht? Ich spekuliere langsam, dass es Teufelsfrüchte sind. Wir sind jetzt ein bisschen weiter in den Süden gefahren und wir sind jetzt am Sakimi Castle. Und es ist sehr windig und deswegen habe ich meine Haare zusammen gemacht. Und wir schauen uns jetzt das Castle an. Auf geht's. Hier ist ein Getränkautomat und hier gibt es San Pincha. Und das ist ein Jasmin-Tee, der auch sehr, sehr bekannt für Okinawa sein soll. Den habe ich gestern schon getrunken, der war sehr lecker, deswegen hole ich mir jetzt noch einen. Und der kostet hier nur 100 Yen. Gestern habe ich für die gleiche Menge, glaube ich, 160 Yen bezahlt. Und das ist er, der San Pincha. Keine Ahnung, was genau San Pincha bedeutet, aber irgendein Jasmin-Tee. Das war eigentlich auch schon fast alles. Das Ganze ist irgendwie ein Überbleibsel von einem Schloss aus dem 15. Jahrhundert. Ganz nett anzusehen für einen kurzen Zwischenstopp, mal ganz cool, aber relativ unspektakulär. Wir sind angekommen. So, wir sind jetzt im zweiten Hotel angekommen und das ist zwar wesentlich kleiner, aber es wirkt halt auch viel, viel westlicher vom Zimmer her, weil es gibt zum Beispiel auch keinen Bereich, wo man am Anfang die Schuhe ausziehen muss, so wie das in japanischen Häusern immer ist. Aber ich zeige euch das einfach mal kurz. Es ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem sehr, sehr cool, glaube ich. Achso, ist hier Licht an? Oh, hier ist der Lichtschalter unter dem... Ah. Ah, das ist die Lüftung. Naja, egal. Das ist das Bad. Also... prinzipiell das gleiche wie in dem anderen Hotel, nur ein bisschen kleiner, glaube ich. Und dann haben wir hier zwei Betten und keine Ahnung, ist das ein Fernseher? Anscheinend schon. Anscheinend schon. Ein Fernseher, ein Safe und noch einen Kühlschrank. Ah, Teetassen und einen Haarföhn. Haartrockner haben wir auch. Und hier ist die Aussicht auf Naha. Nicht so schön wie der andere. Ja, eher halt in Flughafennähe. Wir sind jetzt hier in Naha an der Mainstraße und hier gibt es wohl alles Mögliche, was so typisch für Okinawa ist, so an Souvenirs und sowas und scheinbar auch Essen. Und wir suchen jetzt auch noch was zu essen und schauen mal, was es hier dann so gibt.
Ich war jetzt gerade bei Starbucks und zurzeit gibt es bei Starbucks ganz viel mit Sakura. Deswegen habe ich mir ein Sakura Blossom Cream Frappuccino oder so geholt. Und das gibt es in Japan immer, wenn sozusagen die Kirschblütenzeit anfängt. Und die fängt sozusagen demnächst an. Hier in Okinawa blühen ja auch schon die ersten Kirschblüten. Und deswegen gibt es jetzt den hier. Goldene Yen-Scheine. In einem Restaurant und zwar gibt es hier Champoulue, also verschiedene Sorten innerhalb der ganzen Karte. Und ich werde wahrscheinlich dieses hier nehmen. Und zwar ist das auch irgendwas Spezielles für Okinawa, so ein bisschen wie Stir Fry, und mal sehen, wie das dann in echt aussieht. So, und ich würde sagen, das sieht echt nice aus. Neu. Und Max hat sich Okinawa Yakisoba bestellt. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Kurzes Fazit zum Essen. Das Champoulue hieß es, glaube ich. Champoulue ist sehr, sehr lecker. Ist halt echt so ein bisschen wie Stir Fry, also so Gemüse und irgendwie Fleisch. So ein bisschen in der Pfanne angebraten und so. Ist echt lecker. Und damit habe ich sozusagen die zweite Okinawa-Spezialität abgehakt. Und ich hoffe, dass ich morgen noch die dritte finde. Aber mal sehen. Und damit werde ich den Vlog jetzt auch beenden. Wir gehen jetzt zurück zum Hotel, werden schlafen und morgen wird noch mal ein bisschen hier in Naha abgecheckt und dann geht es auch schon wieder zurück. Also morgen das letzte Okinawa-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video.